Halli und Hallöchen, meine lieben Freunde, und damit darf ich euch herzlich zurück beim Retro-Fighter begrüßen. Wie man schon wunderschön erkennen kann und am Intro erkennen konnte, spielen wir Rayman Rush, ein Spiel, was es damals so gesehen für PS1 und für PS2 gab. Es wurde, warte, ich muss es ausmachen, sonst läuft es die ganze Zeit, das halt nicht aus. Und so gesehen kam das halt für PS2 dann nochmal unter neuen Namen, Rayman M, raus. Habe ich auch als Emulation auf dem PC. Kann ich ja vielleicht mal nachrechnen, aber die Spiele sind eigentlich fast sehr identisch. Ich hatte so gesehen das gleiche Spiel nur unter neuem Namen. Und ja, ich habe gedacht, wir nehmen das mal natürlich eigentlich wie jedes Rayman Game, außer bei Rayman Legends, was da gerade Probleme gibt. Gibt es hier wieder eine kleine Facecam? Hallo, könnt ihr mein Face sehen mit meinem Bart? Ja, lass mir gerade ein Vollbart wachsen. Nein, Spaß, nur ein bisschen für eine 70er Party lasse ich mir ein Bart wachsen, ne? Total normal. Aber egal, bevor ich jetzt mich ewig hier verhasst, wir fangen ein neues Game an und nennen uns C-D-I-A. Kann ich noch Ip schreiben? Ip. Ip. Cydia Ip. Safen. Okay. Okay. Save. Mal speichern? Nee. Einfach go. Singleplayer Options, Multiplayer, Singleplayer. Wir haben aktuell schon Rayman. Globox. Henchman 800. Razorbird, also Klingenbart. Und ganz viele Fragezeichen, die wir nach und nach freistellen. Aber ich bin erstmal mit Rayman natürlich. Mit dem Arzt bekannten. So, hier gibt's immer, so Sachen. Da muss man halt rennen. So, ich würde sagen, wir fangen einfach mal beim First Ruins an. Mit dem, wir haben entweder Championship, Time Attack oder Trennen. Ich würde sagen, wir machen mal Championship, da rennen wir gegen die Gegner. Und da sehen wir schon ein episches Ladebildschirm mit Globox, unserem guten Freund, ob er auch mit rennt. Wir werden, oh Gott, das ist ein bisschen laut mir gerade. Ich habe das Spiel ewig nicht mehr gespielt, also bitte nicht töten, wenn ich jetzt irgendwie abkacke. Kann man schießen? Okay, wusste ich gar nicht mehr. Aua! Er sitzt schon hier, Skill pur. Ich habe nämlich gar nicht mehr gewusst, dass man sich einfrieren kann. Na gut, es geht ja einigermaßen schnell. Ich gehe runter. Alles kann! Komm, geh da hoch, du Heide. Ja, genau, da ist klüger zu laufen, weil da... Ich bin einfach so ungeübt, wenn ich spiele, nicht länger spiele. Haben die Steuerung. Nein. Ja, dann rutsche ich halt hier mal kurz runter. Oder ich gehe da hoch. Warte mal, das ist mal schneller. Wenn ich nicht runterfall. Ja, toll. Ist es eine Runde oder schon drei? Okay, es sind drei. Finde ich gut. Na, fail. Bleib stehen. Nein, das konnte ich doch nicht riechen. Ja, Hauptsache ich renne nochmal dagegen, ey. Meine Güte, bringt dir nur was, wenn du Erster bist, um die anderen zu verwirren. Das ist am Anfang, einfach, dass der mich am Anfang geschossen hat, hat so... Aber warte mal, man konnte doch irgendwie hier... Genau, mit dem 3 konnte man da schnell... Jetzt weiß ich es wieder. Jetzt, Zettle. Muss mich erst wieder reinfinden, wie gesagt, spiel ich so gesehen total blind. Ich habe vorhin nur das Intro angeguckt, um zu gucken, ob der Sound stimmt. Kann man dann nämlich schneller, genau. Aber warte mal. Juckt. Oh, verdammt, ich hab's wieder weggemacht. Like a reprover. Egal, wir kriegen den noch, glaubt mir. So war mein Name Patrick S. Wenn wir hier oben bleiben, hätten wir gute Chancen. Boah, ich habe heute schon den ganzen Tag einen Ohrwurm von dem Lied, deswegen habe ich mich auch so auf dieses Spiel gefreut. Das steht mir schon so ein bisschen länger fest, gebe ich zu. Also nicht arg viel lang, aber heute in der Schule habe ich gedacht, oh komm, das können wir noch machen. Und dann kam mir das Lied in den Sinn und dann war es so bei meinen Interesse dauernd. Patrick, halt dein Mann. Und ich so, ich habe einen Ohrwurm, Mann. Ja, man sieht, ich singe auch schon in der Aufnahme mit. Warum auch nicht? Ist auch ein cooles Lied. Ah, da geht's ja hoch. Dann versuchen wir doch gleich mal da hochzukommen. Das hilft uns bestimmt viel. Ja, leider nicht genügend. Ja, ich habe am Anfang einfach verkackt, weil ich mich erstens von dem einfrieren lassen habe. Jede Strecke verkackt habe. Und ja. Solche Sachen eben. Ich habe auch ganz vergessen, dass man sich ja nicht auf den Boost doch beschleunigen lassen kann. Deswegen habe ich jetzt so gesehen keine Chance mehr.
Und natürlich das in der ersten Runde, wenn ihr euch noch daran erinnert. Na gut, das war... Wie, ich hab gewonnen. Hä? War ich nicht Zweiter? Haben wir den überholt? Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Wie wir haben ge... Ach ja, stimmt, ich habe ja da keine Memory. Wie wir haben gewonnen. Warte mal. Speichern war es Speichern F1 oder? Wenn F9 speichern oder okay, F6. Wie wir... Hä? Wir haben es doch verloren. Naja, dann machen wir jetzt mal die Looms. Ach, das können wir erst, wenn wir ein Timer-Deck haben. Dann brauchen wir 56 Sekunden für eine Runde. Und ich weiß nicht, was gerade mit meiner Nase abgeht. Die juckt und juckt und juckt. Die hört gar nicht mehr auf. Das sind wir natürlich alleine, ne? Logisch, Time Attack und so. Dann müssen wir, glaube ich, eine Runde in 30. Oh Gott. Ja, genau. Renn gegen die Wand, Raymond. Dann müssen wir, glaube ich, mit den Sachen einsammeln, dass sich die Zeit auffüllt. Und dann eine Runde, glaube ich, hoffentlich nur. Und daran stecht das nicht doch. Gibt's nicht Checkpoints oder sowas? Wann kommt der erste Checkpoint? Hier. Dann kriegen wir wieder Zeit dazu. Wir gehen mal die Strecke hier. Los, Raymond. Das hört sich gerade ein bisschen komisch an, weil ich gerade meinen Headset wieder nicht da habe. Ja, ich habe es nochmal kaputt gemacht. Deswegen hört sich für mich das teilweise ein bisschen komisch an. Wenn ich dann links irgendwie mehr höre als rechts, weil ich habe gerade meine Handykopfhörer drin. Sieht man das eigentlich in der Aufnahme? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich euch nicht meine Haare zeigen werde. Nein, das könnt ihr gleich vergessen. Na toll. Jetzt haben wir verloren, obwohl. Hier ist noch mal eine. Das dürfte reichen. Oh mein Gott, das ist so scheiße knapp. Ah, ja, geschafft. You win. Yay. Yay, wir haben den Loomsum freigestellt. Ja, genau, den Time Attack musste man nämlich immer machen, dass man den Looms-Modus freikriegt. Und den machen wir jetzt. Dann müssen wir 45 Looms sammeln. Und ich glaube, da hatten wir auch Gegner. Kann das? Ja, den gleichen wieder. Dann machen wir es dann diesmal so, sind wir klug. Komm, renn vor. Nee. Ja, man sieht, hier gibt es überall Looms und ich glaube, es gibt insgesamt 45 auf der kompletten Strecke. Also man muss so gesehen jede Runde eine andere Strecke irgendwie rennen, um alle Looms zu kriegen. Und der ist irgendwie zu blöd zu springen. Ich habe Angst, dass er uns gleich abschießen wird. We have to juke him. Oder wir lassen ihn vorbei und schießen dann ihn ab. Die falsche Taste gedrückt, by the way. Da klettert er hoch, der kleine Heide. Ich gehe mal den Weg. Die Looms waren damals noch sehr klein gehalten. In Rim & M sind die deutlich größer. Ist ja klar. Und hier oben gibt es auch welche, ne? Machen wir die gleich mal, weil mir die Strecke da oben ein bisschen schwerer ist. Da können wir nämlich nachher mal, weil ich weiß es gar nicht, ob wir auch Erste werden müssen, oder ob wir nur die Looms einsammeln müssen. Okay. Soundfehler. Man hört nur noch die Looms klingeln. Sorry, da kann ich nichts für. Fuck, what the hell? Ding, 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 ding. Ring, ding, 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 ding. Es hat geklappt. Einfach Pause drücken. Ich hab's gerade gedacht, ich muss das wegkriegen. Das kann ich euch doch nicht zumuten. Aber ich hab's geschafft. Mal den anderen Weg. Ich weiß noch gar nicht, ob es jetzt ein bisschen mehr als die vorgegebene Zahl gab, falls man halt nicht alle kriegt. Ich bin mir gerade echt überhaupt so gar nicht sicher. Deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt mal hier runter und machen wir mal hier die Looms. Aber wir fehlen erstmal alle hier. 9 noch. Nein, schon wieder hier. Wir müssen da hoch. Easy, easy. Hör mal, da wird... Doch, das muss noch schneller. Halt, da drüben war ein Loom, den will ich haben. Wir brauchen noch 7. Danke, dass du mir die wegmachst. Nur echt nett von dir. Guck mal, die NPCs tun sogar auch was für dich. Finde ich so nett von denen. Ah, da unten fehlt uns noch der eine.
So, dann fahren wir jetzt. Hier haben wir alle. Dann gucken wir mal, ob wir hier noch was haben. Weil ich wette, hier können wir einen vergessen haben. Okay, halt, da war einer. Fünf noch. Gehen wir mal hier hoch und hoffen, dass wir da noch fünf finden. Aber wir dürfen da nicht runterfallen, ne? Nicht runterfahren, Raymond. Wir brauchen die Looms. Wir brauchen nur die Looms. Warte mal. Muss her. Krieg ich den da hinten? Okay, drei noch. Sind hier noch welche? Okay, nee, dann muss ich jetzt mal gucken, ob ich wieder zurück kann. Weil auf der Strecke gab es noch ein paar. Ja, ja, ich weiß. Aber ich muss zu der Strecke und Looms sammeln. Da kannst du voll cheaten, ey. Und ich brauche ja die Looms, sonst würde ich das jetzt ja nicht machen. Gib mir den Loom. Und ich glaube, ich brauche die Looms. Ich habe es lange nicht mehr gespielt. Ich hoffe, ich mache jetzt nicht gerade total den Fehler. Einen noch. Ich will keiner mehr. Ich renne jetzt einfach mal ins Team, guck, was passiert. Wie gesagt, ich habe das lange nicht mehr gespielt, das Spiel. Deswegen habe ich das, weiß ich jetzt auch gerade gar nicht, ist es egal, wenn wir Loom vergessen haben. Ist es nicht egal, keine Ahnung. Ob wir erst sein müssen, ich keine Ahnung. Wir werden es ja gleich sehen. Jetzt haben wir verloren, ne? You lose. Ich werde jetzt mal ein paar andere Maps zeigen. Danach werde ich mal versuchen, einfach Ärzte zu werden und nicht so auf die Looms achten. Ach, okay, wir werden gleich direkt nochmal... Okay, dann. Wie nett der zu mir ist. Der rennt einfach die Teile für mich um. Komm mal klar. Meine Ohren. Junge, chill mal dein Leben, ey. Ist da oben auch welche? Okay, nein, dann sind wir wieder hier. Ach, hier gibt's ja keine. Ja, toll. Dann hier hoch. Ich werde es einfach versuchen, so gut ich kann, zu sammeln. Komm, den können wir kurz holen. Das ist kein Weg. Können wir die hier unten erstmal, bevor wir nach oben gehen? Weil die unten finde ich fast leichter. Hol den haben wir. So, dann gehen wir weiter zu dem. Nein, du Heidenlum, komm zurück, sei brav, brav. Oder haben wir den jetzt? Ich weiß es gerade gar nicht. Warte, ich höre schon, wie die Sounds nicht gescheit. Ich habe mal ein bisschen Fehler in der ROM. Tut mir leid, wie gesagt, Link zu der Seite, wo ich die ROMs und die Emulatoren habe, auch in der Beschreibung. Wenn ihr das mal selbst probieren wollt, müsst halt, Alter. Müsst halt ein bisschen suchen. Und wenn ihr dann zusammen Probleme habt, wie ihr habt ja gesehen, mit einmal Pause ist das geregelt. Aber es passiert gerade ein bisschen oft. Jetzt haben wir gar keine Songs. Ist ja auch schön. Da, da, da. Haben wir nur Musik. Finde ich eigentlich fast besser, als wenn da der Sound wiederholt wird. Kann man sich auch besser konzentrieren? Wenn man den geilen Soundtrack von diesem Spiel hört. Liebe Rayman Legends, hast du Rayman Soundtracks? Wenn ihr mal irgendwie geile Lieder hören wollt, dann hört euch Rayman Soundtracks an. Die sind wirklich pornös. Bleib da oben, du Heide. Nicht runter. Bleib oben. Okay, jetzt haben wir ganz sicher genügend. Dann können wir uns die letzte Runde aufs Aufholen konzentrieren. Weil wir haben jetzt schon alle. Okay, dann mache ich jetzt den Sound mal wieder an. Und hat immer noch nichts. Halt, nein, da war doch was. Ah, rennt jetzt in die richtige Richtung. Ja, hören wir den noch auf, ich würde schon sagen, oder? Ich weiß halt nicht, ob wir wirklich jetzt erstes sein müssen oder die Looms brauchen. Also die Looms haben wir auf jeden Fall. Aufholen müssten wir eigentlich schaffen. Wenn wir nicht solche Kackfehler machen wie der NPC selbst. Jetzt müssen wir springen hier. Jetzt müssen wir uns beeilen. Aber das schaffen wir schon. Schnell. Komme ich schon hin. Finde ich gut. Schneller. Okay, er ist glaube ich gleich im Ziel. Ja, da können wir nicht mehr aktiv machen.
Außer für Glückwürfen, dass die Lums wichtig sind. Und der Platz egal. Aber das weiß ich jetzt halt nicht. Weil die Lums haben wir auf jeden Fall, das weiß ich. Jedes Mal, warum springe ich da eigentlich nie drüber? Keine Ahnung. Also, er jubelt schon mal. Haben wir jetzt verloren? Okay, das heißt, wir müssen erst, wenn das in die Lums hat, oder wir brauchen beides. Egal, ich zeige jetzt ein anderes Level. Auf jeden Fall, wir haben jetzt einmal alle Lums gesammelt. Eigentlich wollte ich ja Erster werden, aber das hat nicht so funktioniert. Egal, wir haben jetzt hier mal Sachen frei. Wir können doch auch die Map wechseln. Genau, da haben wir die erste auch schon frei. Es gibt wie viele Maps? 3. Es gibt nur 3 Zonen. Ich habe gedacht, es gäbe mehr. Egal, dann machen wir doch mal den elektrischen Tunnel. Championship. Elektrischer Tunnel. Und Globak starrt mich mit seinen riesen Augen an. Die Musik ist viel zu laut. Lauf, tschüss. Nee. Das Level ist cool, soweit ich weiß. Ja, das sieht man, kann man jetzt den Dreiecktrick benutzen, den ich vorher nochmal so gesehen spontan erlernt habe. Was hier genau passiert, weiß ich gar nicht mehr. Frag mich das also gar nicht, weil ich weiß sowieso nicht. Also die Level und das Gestaltung fand ich eigentlich schon schön. Also das Spiel kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr was Geiles mal sehen wollt. Aber ich find's cool. Ja, da war gerade ein Grafikfehler. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Ja, da war ein böser Grafikfehler. Tötet den Grafikfehler. So, man sieht schon, wir sind hier oben. Und weiß ich, man, glaube ich, jetzt unten. Oder hier ist man, glaube ich, auch oben. Da konntest du immer auf dem gleichen bleiben, wenn du rechtzeitig immer geschossen hast. Und die Gegner hatten keinen Strich durch die Rennung gemacht haben. Fand ich ja nicht immer ganz geschickt. Ja, und das war auch schon die erste Runde. Ging schneller als erwartet, ne? Ja, ja. Geht schneller, als man glauben mag. Unglaublich. Ich weiß. Der Unglaubliche ist zu dir. Was passiert denn da eigentlich? Das Teil dreht sich. Ja, toll. Und jetzt? Kann ich mir was davon kaufen? Ach, genau. Der wird verschoben, ja. Boah, da ich teilweise auch oben, wenn du gegen 4 Spieler spielst. Und die unten dauernd den Teil zum Springen weg tun, da kriegst du als normaler Spieler die Krise. Wie gesagt, für die Leggy Facecam, sorry, das wird wahrscheinlich noch genau, wird nicht mehr lang zu sein, weil bald werde ich dann endlich mein neues Handy kriegen und dann werde ich dann die Facecam-Aufnahmen in Zukunft machen. Also die Leggy Facecam wird nicht mehr lange bestehen. Bald, schon sehr bald. Nimm am Durchschnitt weg. Ich bin nur so doof. Bleib da. Mit 3 konnte man ausschießen oder lagst daran? Nö. Keine Ahnung. Keine Ahnung, warum ich da gerade geschossen habe. Das wundert mich selbst. Aber es ist passiert. Und damit muss man klarkommen. Ah. Halt, nimm doch den Boost, du hässliches Heidenkind. Einfach mal aktivieren, weil ich es kann. Hoffentlich war es nicht dumm. Es war nicht dumm. Nein, nein, geh da hoch. Schnell bevor der Hure dann so kommt. Diese Hure. Ja, der kriegt uns nicht. Also ich glaube, dass ich jetzt dieses Lied werde ich jetzt eine Weile nicht mehr auf den Kopf kriegen. Meine Schulkameraden werden sich freuen. Bestimmt. Jetzt kommen auf, machen wir das jetzt fertig. Okay, dann zeige ich mir nämlich lieber ein paar andere Maps, als immer wieder das gleiche Rennen. You win! Championship Motor Electric Tunnel haben wir gewonnen. Lava Factory freigeschaltet. Man kriegt auch nach und nach neue Champs, habe ich vorher schon gesagt. Nur wann weiß ich gerade nicht mehr. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Continue. Haben wir doch weiter. Oh, halt fail. Mit dem wunderschönen Water Canyon. Da gab es auch sehr geile. Die Levels sind ja so gesehen auch alle bei Rayman M vorhanden. Nur halt nochmal richtig krass aufgemacht mit teilweise zusätzlichen Strecken. Mit mehreren Ebenen und alles richtig episch. Ich muss mir da mal helfen. Warum bin ich eigentlich gerade so ruhig? Ich kommentiere gerade viel zu wenig für ein Let's Play. Ich habe lange nicht mehr aufgenommen. Wahrscheinlich liegt es daran. Verdammt, seist du Faulheit, obwohl nicht Faulheit. Ich habe halt einfach. Bleib mal stehen, du. Schuks! Auf Hazard! Mal runter und jetzt hier. So, da springe ich jetzt mal drüber. Schuks! Ich bin doch gesprungen!
Aber wie lange du da auch gestumpt bist, so OP. Hui, und wieder rutschen. Bleib mal stehen auf Fail. Rennen einfach an dem Bus vorbei, warum nicht? Aua. Das tut mir dabei so in Ordnung, wenn plötzlich sowas Krankes. Alter. Ich würde das Spiel leiser machen, aber ich habe keinen Bock, die Facecam-Aufnahme zu schneiden. Weil ich habe heute eigentlich noch was, wo wie gesagt, Mittwoch, ich nehme Retro-Fighter immer. Immer am Mittwoch aus. Gab es jetzt wirklich nur, oder? Habe ich überhaupt den Retro-Fighter schon einmal nicht am Mittwoch aufgenommen? Wahrscheinlich am allerersten Mal, oder? Keine Ahnung. Nein, chill. Ja, wie gesagt, wenn ihr die Soundprobleme habt, seht ihr, einfach Pause drücken, dann geht das wieder. Also, nicht zu schlimm, wenn das mal passiert. Aber das ist schlimm. Mir fällt auf, ich werde ihn zwar, ich überhole ihn zwar immer wieder, aber er steht am runden Ende erster. Und es zählt ja am Ende. Das ist gerade mein großes Problem. Du kannst halt mal stehen bleiben, Junge. Mann, den müssen wir noch überholen können. Wow, Vorsicht. Fester auf Doom. Warum mache ich nicht einfach mal den hier? Warte mal. Diesmal bleibe ich auch mal hier oben, ey. Wir müssen den noch überholen, wisst ihr das? Jetzt darf er uns nur nicht mit seinem Eisding treffen und auf der Rutsche ist es fast egal. Ich glaube, das haben wir jetzt gerade noch so gewonnen. Komm, 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 komm. Nein, Raymond, renn, renn, renn. Ja, Victory. Aber wie sehr ich mich am Ende mal konzentrieren muss. Water Canyon, Downsend. Den Duffensand. Ist da nicht jemand wichtigen auf dem TS? Nö. Niemand da. So, dann machen wir doch gleich weiter mit Canopy. Canopy, hört sich schön an. By the way, das ist, ich sag nicht, wer das ist, die kommt später noch. Ich hab gerade ihre Postwasser. Oh Gott, die. Die schnaff ich wegen ihren Geräuschen, die sie macht. Den Teil konnte man auch abschließen, wusste ich gar nicht mehr. Ja, Fail. Bleib mal stehen. Nee. Okay, da muss man natürlich hier. Man darf nicht im. Also, ich habe immer gedacht, es wäre Gold, aber ich glaube, das soll Lava oder so darstellen. Aber dabei Lava würde man doch sterben, oder Lava ist doch, tödlich für den Menschen. Das Skillness, Opinus. Was habe ich, wenn ich jetzt nochmal... da kann man nicht springen, das finde ich so nervig. Wow. Oh Mann, die wurde mich ja gnadenlos, die Nutte. Ich kriege dich. Glaub nicht, dass du mir entkommst. Dem großen Adolf Raymond. Adolf Raymond. Ich hab nichts getrunken. Ich bin so, ja? Da könnte ich eigentlich immer so an der Seite fahren. Ja, funktioniert ja klasse. Ich hab das Spiel. Ah, oh, fick dich doch. Ich hab das Spiel eindeutig zu lange nicht mehr angerührt, als jetzt da gut sein zu können. Ja, aber Retro Games sind ja meistens auch die, wo ich dann einfach kacken kann. Weil die ist schon da vorne. Aber auch nicht auch weit vorne. Aber die können wir schon noch anhören, also so ist nicht. Dass wir jetzt irgendwie hier jegliche Chance verspielt. Warum komme ich da eigentlich nie hoch? Dass wir jetzt irgendwie jegliche Chance verspielt hätten. Nein, nein. Ist ja auch nur ein NPC, nur die sind ja meistens nie besser. Du wünschst eigentlich fast immer was gegen die NPCs. Kommt. Ah, ich hab's doch gewusst. Diesmal habe ich jetzt gejuckt. Und was ist mit dem letzten Mal? Halt, da kommt was. Nein, verdammt, jetzt habe ich das letzte nicht erwischt. Oder das vorletzte, beziehungsweise. Ich renne ja auch mal unten, dann kann ich die vielleicht ein bisschen sabotieren. Was war das denn? Da hüpfen wir einfach. Dann können wir die nämlich auch noch einholen. Nein, warum gehe ich denn da weiter und warum rennt die da manchmal? Hä? Die cheatet. Genau, renn da. Wie ich runtergegangen, um sie nie von mir treffen zu lassen, kann das? Die Gegner haben ja eine gute KI haben, die muss ich schon sagen. Nein, nein. Selbst wenn wir von unterdoxen, weil sie die violetten Looms gerade genutzt haben, sie haben uns auf jeden Fall viel geholfen.
Komm, ich jole jetzt da hoch, ganz ehrlich. Natürlich, natürlich, natürlich. Ich hab sie getroffen, gut. Jetzt darf sie nur mich nicht. Ah, meine Arme. Das tut weh, Mann. So, weiter. Und jetzt hier hoch und schneller. Die ist uns direkt auf den Fersen. Die ist in uns. Bleib erstmal stehen, Raymond. Warum nicht? Wir müssen jetzt einfach schneller sein. Kriegen die noch? Genau, wenn wir jetzt hier nirgends reinfahren. Sie kann uns gerade nicht abschießen. Nein, 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 nein! Alter! War das knapp! Ich krieg die Krise. Mach doch sowas nicht mit mir, Spiel. Oh. Ich bin fick und fertig. Na, Spanke machen wir wieder. So. Jetzt haben wir hier, wie gesehen, über den Championship freigeschaltet. Haben wir schon neue Champs? Nö. Ich denke, dazu müsste man mehrere Modi spielen. Ich möchte jetzt ja möglichst viele. Hier Dings zeigen. Viele Arenen. Jetzt haben wir es. Ja, was haben wir denn hier? Ein Tower? Forest Jump? Dawn Sun? Ich nehme mal die Lava Factory. Da wird bestimmt Lava fabriziert. Oh, da sieht so aus, als hätte er seinen Kopf verloren. Ich habe meinen noch hier. Mit Hut. Na, guck mal da. Ich natürlich erstmal durch. Nochmal. Wo geht's denn dahin? Ich will das wissen. Okay. Ob ich die noch überholen kann jetzt? Ja. Werde ich. Glaubt mir. Das war doch gerade gar nicht mal so schlecht. Und gar nicht mal so unzuhören. Ich bin noch gesprungen, Mann. Man muss gleich die Songs wieder richtig machen. Ah, jetzt kurz. Nein. Oh. Natürlich trifft mich der Kack, ey. Nein, 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 nein. Niemand kriegt mich hier weg. Geh du mal weg. Du auch. Du auch. Ich glaube, ich habe gerade Tilly gehört, kann das? Ich weiß nicht, was es gerade für ein Geräusch ist, deswegen habe ich es mal weggemacht. Hui! Du warst ja immer so schön, da hinten springt sie schon, die Hure. Ja, aber gesagt, die haben wir noch einmal. Wenn wir am Anfang nicht verkackt hätten, wären wir jetzt auf jeden Fall Erster. Aber ich glaube, die NPCs können auch gar nicht so weit zu übertrieben Vorsprung kriegen, oder? War das nicht so? Ich weiß es gerade nicht, ich weiß es nicht. Nein, nein, stimmt doch! Ich bin gesprungen, ja, warte mal, geh mal da drüber. Das ist ja viel besser, ey. Und hier kann man dann auch noch hoch. Ich hätte da schon viel früher hingehen müssen. Ihr merkt gerade, gibt es wieder keinen Sound. Das liegt einfach nur daran, weil ich nochmal kurz pausen muss. War die nicht gerade davon? Ja doch, die ist hier. Die macht uns netterweise die Pflanzen weg, dass wir sie nachher stunnen können. Und zwar jetzt. Fail. Nicht getroffen. Ich versuche es mich aber gerade sehr zu konzentrieren. Jetzt aber. Ich weiß es gleich. Ey, ich war oben, ja? Das kannst. Ja, jetzt trifft mich das noch, obwohl ich innen drin stehe. Auf jeden Fall. Ich hätte mal wieder Sound. Gut, dann nächste Runde. Habe ich auch nichts gegen. Jetzt geh doch da hoch, Raymond. Weh, du. Danke. Bevor wir uns Abstand größer, also bin ich eigentlich schon zuversichtlich, dass ich ihn noch einholen kann. Hier zu springen finde ich eigentlich gar nicht mal so klug. Das ist natürlich mein Fail so sehr wie ich jetzt gerade. Bleib doch mal stehen, du kleine Fee. Du Schmunzelfee. Ja, die kommt halt wieder auf den TS heute Mittwoch, heute ist WG-Aufnahme. Aber ich bin, glaube ich, nicht. Ich nehme die jemand anders woanders auf. Wahrscheinlich.
Habe ich eigentlich mit ein paar anderen Menschen was ausgemacht, aber ich werde jetzt nicht so sehr spoilern. Obwohl, ich glaube, die erste Folge, die kommt schon, die kommt erst morgen, die erste. Oder kommt die heute? Die kommt morgen, die kommt morgen, die kommt morgen, oder? Nee, die kommt heute. Nee, die kommt, heute ist Freitag, ne? Ja, heute kam noch die letzte Folge von den Guncraft Games. Dann kommt die erst morgen. Also übermorgen. Und heute kann man eine Runde Guncraft und das ist halt ein PvP-Spiel. So, genug gespoilert, wir haben gewonnen gegen die komische Feder und haben Pirate Maze freigeschaltet. Victory, Freude, keine Ahnung. So, dann speichern wir natürlich auf die orthodoxe Art mit Safe States und gehen weiter in den Nebeltower. Hört sich ja gefährlich an. Bin mal gespannt, ob es auch so gefährlich ist, wie es klingt. Ich hoffe nicht. Den Spasten schon wieder. Bleib erstmal stehen. Ich war das nicht. Es war meine Schwester, also wirklich Leni. Wie kannst du das nur machen und dann auch noch, wenn ich aufnehme? Also ich bin oben und du? Der muss sich da unten durchkämpfen. Ja, lass einfach los, Robin, warum nicht? Hier können wir viel mit dem, denn einen Dreieck-Methode, also machen wir mit Dreieck. Bei mir stößt die Y-Taste. Ich bin ja PS1 gewohnt, ne? Deswegen sage ich Dreieck, aber ich habe halt einen Xbox-Controller. Ich höre den. Der ist hinter mir. Du Hure, geh weg von mir. Ich will dich nicht. Oh Gott, die Totenköpfe sind schon ein bisschen bedrohlich. Achso, hier müssen wir jetzt erstmal fallen. Genau. Deswegen ist das hier das Durchste, was du machen kannst. Ach, da gibt's das. Okay, dann warte ich mal. Weh, wenn du das aktivierst, du Hure. Okay, jetzt darf ich hier durch nicht failen. Ich lasse ihn mal vor. Dann darf er nämlich sein Dings verschwenden. Shield erstmal. Dann hat er es nicht mehr und ich stun ihn. Wie dumm der nochmal reingesprungen ist, ey, ganz ehrlich. Die KI von Gegner ist wirklich nicht hoch. Jetzt aber. Yay, getroffen. Also ne Aimbot drauf und so, sonst könnte ich da. Okay, fuck. Nein, nichts! Jetzt ist er doch da oben, mich Idioten. Ich bin hier unten. Jetzt ist er da, wo ich vorher war. Jetzt hat er viel bessere. Nein, jetzt hat er mich auch noch getroffen. Warum tust du denn sowas, kleine Pflanze? Egal, das kriegen wir schon noch hin. Ah, vorsichtig. Ich bin gerade am Konzentrieren, deswegen bin ich auch gerade ein bisschen ruhiger. Ich will den hohen Bock ja überholen. Da vorne, bleib doch mal stehen, mein Kleiner. Ich hab dich gestern. Deswegen ist es auch immer klug zu springen und so weiter, dann kriegen die dich nämlich meistens nicht. Nein, du Hurenbock, du elendiger Huren. Aua, meine Ohren. Ich halte das nicht mehr aus. Mann, geh doch mal weg, die Dreckssterne. Die wollen nie weggehen. Gefailt, ich komm hoch. Nein, ernsthaft. Egal, ich komme da trotzdem noch hoch. Deswegen ist mir gerade auch. Hey, Raymond. Ja, so viel Vorsprung haben wir. Das ist fast ein Applaus wert, ey. Geh einfach weg, okay? Geh einfach kacken. Genau, hier könnte man, wenn man X drückt, oder bei mir ist es, glaube ich, A, schneller die Störchen wegmachen. Das habe ich voll ganz vergessen. Egal, aber die ist ganz, der ist ganz nah, der ist ganz nah, der Kleine. Oh, wir kriegen den, 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 wir kriegen den. Oh, ich verstehe mich. Bestes Commentary ever. Mein Gott, warum rennt der denn so schnell? Bleib doch hier. Nein, nein, na toll. Diese Schielung. So
müssen wir einfach schneller sein und uns nicht treffen lassen. Nein, ich hab gedacht, wir kriegen das noch hin. Ja, wann anders, ich will die anderen Level zeigen. Wir haben zwar noch 20 Minuten, aber lieber mehr als weniger. Ich hab keinen Sinn. Ja. Hatten wir gerade, dann machen wir nochmal den Dawn Sand, den Sandenden Dawn. Keine Ahnung, was ich laber. Egal, gehen wir einfach ins Level und tun es zusammen. Auch wenn ihr gar nicht mitspielt. Stellt euch einfach vor, ihr werdet da. Bleibt stehen. Nee. Erstmal wunderschön abkürzen. Na halt, hier können wir gerade mal hochgehen. Ah, dieses Sound. Ach, du bist auch hier, hallo? Du musst uns mal, wenn die Gegner vor dir sind, einfach springen. Hinter dir sind einfach springen, sie vorlassen und sie dann stunnen. Wo lauf ich hin? Ich weiß es doch nicht. Hoff auf gut Glück. Haha. Jetzt hör doch mal auf mit den Soundbugs, meine Ohren. Ich habe das Spiel sowieso schon viel zu laut. Ich wette, ihr hört es auch ein bisschen in der Aufnahme. Könnte ich wetten. Aber. Ich lasse es lieber herkommen. Ich bin das orthodox. Wir treffen den. Ja, weiß ich auch, wir haben den getroffen. Ja, das finde ich natürlich auch gut. Kommt der Sound nicht wieder zurück? Anscheinend nicht. Naja. Haben wir schon keine Soundprobleme wie gerade eben. Bleib mal da. Mein, der muss ja auch nicht immer wegspringen, weil ich möchte ja nicht allein die Strecke laufen. Ich bin ein kleiner ängstlicher Rayman. Wo klein ist denn nicht und endlich endlich ist er auch nicht, aber das Stunt fällt mir gerade ein. Das gab's in Dings gar nicht. In Rayman M. Oder gibt's? Dafür gibt es natürlich den geilen Battle Mode. Ich weiß nicht, ob einer von euch kennt, ob einer von euch das Spiel kennt. Wenn, wie gesagt, wenn das auch mal im Retro-Fighter kommt, obwohl es jetzt nicht so retro ist, ist ja eher PS2. Ja gut, PS4 kommt jetzt bald raus, oder ich... Nee, draußen ist es noch nicht. Aber trotzdem ist es eigentlich ja schon retro, weil es jetzt so gesehen fast das gleiche Spiel ist. Wie gesagt, fast. Gibt schon Unterschied, zum Beispiel den geilen Battle-Mode, habe ich den schon erwähnt? Ach ja, gerade eben, ne? Da war ja, was geht doch auf dieses Teil drauf? Ich rede schon mit dieser komisch. Tadelstimme aktiviert. Ihr Schieler. Schlecht. Warte, geh mal vor. Genau so. So macht man das. That's in place. Habt ihr gerade den Bug da oben gesehen? Wie das ja nicht richtig weit weg ist und so. Ist das vielleicht auch? Seh den blauen Dings da oben, das ist mein Gegner. Wo läuft der? Er ist hinter mir. Aber anscheinend ist er keine Ahnung wo. Ich meine jetzt gerade übrigens die Karte da oben. Rechts. Hoffentlich ist er die Facecam, das wäre ein bisschen fail. Nee, ist sie nicht. Angeblich ist das nämlich vor mir. Aber er ist ja eindeutig hinter mir. Jetzt hätte ich ihn nämlich gleich überholt. Weil dann würde ich ihn jetzt ersehen. Da, jetzt müsste ich ihn ersehen, aber. Die Karte spinnt. Wir bräuchten einfach nur so ins Minimap. Dann würde das nicht passieren. Mir gerade zu spontan eingefallen. Weil ich an die Minimap denken muss. Bald, oder was heißt bald? Demnächst wird wahrscheinlich auch anstatt Minecraft PvP ein neues Projekt gestartet. Was ist damit? Sag ich noch nicht, vielleicht läuft es auch schon. Das hat auf jeden Fall mit einem größeren YouTuber zu tun. Mit einem Minecraft-YouTuber, mit einem Minecraft-Let's Player. Nein, nicht Simon, also umgespielt. Werdet ihr dann sehen. Freut euch da auf jeden Fall drauf. Und ich weiß noch gar nicht, ob ich ausgewählt bin. Vergesst, was ich gesagt habe. Ach, ich liebe mich, Fail Day. Okay, jetzt ist, glaube ich, die Map, by the way, wieder richtig. Aber wir haben, glaube ich, gewonnen. Geht ja nicht mehr arg lange. Wenn er uns jetzt nicht kriegt, das tut er, glaube ich, auch nicht. Weil er kann nichts, der ist schlecht. So. Jetzt müssen wir einfach hier auf den Loom. Auf den Loom. Mann, Rayman, mach mir doch nicht so eine Angst, dass du den Loom nicht mehr lieb hast, ey.
Der Loom liebt dich und du liebst den Loom, stimmt's? Komm, ich warte. Nein, natürlich nicht. Oh, Trolling for the win. Ja, ich trolle einen PC. Meine Güte, bin ich toll. Wir haben 1000 Wasserforts freigeschaltet. 8000. Ich habe es gedacht, das heißt 1000. Ich bin schlecht. Speichern. Auf die orthodoxe Safe State. So, dann haben wir jetzt noch den Feuerstamm und nochmal den Nebeltamm. Machen wir erstmal Feuerstamm und kommen einfach mal andere Gegner als immer nur. Der kam noch nie. Razorblade hier. Klingenbart, den hätte ich gern mal. Du kommst jetzt. Patrick, traurig. Wir gehen jetzt mal rechts rum. Wir gehen die rechtsradikale das ist links-Fail. Dann hat die linksradikale Methode. Links hat sich nicht sogar total an die rechts. Warte mal, da können wir mal. Fail. Nein, triff noch. Verdammt. Was versucht er gerade? Wo ist der überhaupt? Er ist hier und er bleibt auch hier. Fuck. Ich überhole dich. Nee. Aua. Wartet mal. Ich höre, dass ich das Klingeln oder Telefon gehört, weil das ist alles unten. Da höre ich dann nichts. Es wäre ein bisschen ungeschickt, wenn mein Vater anruft. Ich hatte einen Arbeitsunfall. Ich liege tot. Er ruft dann, obwohl er tot ist. Finde den Fehler. Ja. Ich hab gerade gedacht, da kommt. Warte mal. Ich hör teilweise dem seine Geräusche und denke mir immer nur, was macht denn der gerade? Das war doch gut, ey. Hier ist Skilling hoch 20. Der ist weit hinter mir, obwohl ich höre ihn noch. Wo ist er? Er holt mich so, ich gebe aber die Rechtsradikale. Ich soll mir dann aber auch nicht vergessen zu springen. Sondern verfolgt der mich? Warum geht der jetzt nicht wieder links? Weil der hier kann man eigentlich immer Glück hat. Eigentlich wollte ich da jetzt gerade draufspringen und dann das Schwecken machen. Ging aber irgendwie nicht. Nein, halt, ich möchte das Teil schon haben. Geh du mal vor. Na, jetzt hochzugehen bringt ja auf jeden Fall total viel. Ach, dann kann der ja trotzdem noch hoch. Wusste ich gar nicht. Fast getroffen. Aber da fällt er jetzt die Teile von mir ab. Und ich komme dann wieder schnell weg, weil ich die magische Dreieck beziehungsweise... Verdammt! Okay, gut, der ist auch so fällig und geht da erstmal drauf. Da, du bleib doch mal stehen. Ja, da, 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 dank dir dafür. Nee, 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 nee. So geht's hier hoch und dann. Nee, nee, nein, kein Fass. Ich werd vom keinen Fass getroffen. Nie und nimmer fahren. Ich hasse es durch die Sult zu laufen. War leider nicht so skillig wie vorher. Und ich war vorher voll konzentriert und jetzt. Hey. Das macht aber nichts. Ah, aufpassen. Aufpassen, aufpassen. Die letzte Runde. Ja, die letzte Runde. Und ich singe schon wieder, wa? Hui. Ich habe es gerade gar nicht gewusst, aber jetzt den Sprungling ist auch benutzt. Nein, nicht getroffen, fuck. Wir kommen trotzdem noch hoch. Wir kriegen den schon noch. Fail. Ja, guck mal, der ist gerade mal da. Und der wurde auch getroffen, wie ich sehe. Bleib mal stehen. Ja, genau. Und bei mir hat es vorher noch getroffen. Ja, guck mal, wie schlecht der spielt. Ist ja auch ein NPC, ne? Die kann ja alle bekanntlich nichts. Geh du mal vor. Danke. Die sind teilweise so nett. Was glaubst du? Okay, ich glaube, das Ende ist doch gleich da, oder? Ja, nicht mehr lange. Wenn ich jetzt das wieder schaffe, dann habe ich gewonnen. So wie zu dem Thema. Nein. 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 Da ist das Ende. Ich will sterben. Ich gehe da nicht rein. Ich will da nicht rein. Guck mal, wie traurig er... Oh. Arsch, du blöde Hure, du stirb, 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 stirb. Ach, toll gemacht. Gehen wir einfach zurück zum Main-Menü und... Sollen wir versuchen, einen Charakter freizuschalten? Komm, machen wir mal. Dann würde ich sagen, machen wir doch hier mal... Ich glaube, wann...
Wir nehmen mal hier den Electric Tunnel und machen da mal die Zeit und dann die Looms Runde. Dann können wir nämlich mal gucken, ob wir da, wenn wir alle Modi haben, irgendwie einen neuen Charakter freischalten. Weil ich wusste jetzt nicht mehr, wann genau wir die freischalten. Das heißt, jetzt müssen wir ein bisschen alleine rennen, leider, leider. Aber das kriegen wir schon hin. Ich habe ja leider keine Freunde. Aber das wird sich auch mal ändern. Denn Raymond, du wirst Freunde finden, glaub mir. Dann machen wir einfach gar nichts, würde ich sagen. Lass uns so, wie es ist, und gehen einfach links. Toll. Konnte ich jetzt auch total riechen, dass der rechts ist. Müsste noch reichen, denn ist schon das erste Checkpoint. Da ist der Checkpoint. Ja. Ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, ob das Info-Video schon oben ist, aber ich möchte jetzt, wo ich keine Gegner habe, gleich mich ein bisschen aufs Labern konzentrieren. Ich möchte demnächst wahrscheinlich ein paar Änderungen auf dem Kanal machen. Was genau kommt dann noch auf jeden Fall noch ein Info-Video zu. Da möchte ich auch euch mal ein bisschen einbeziehen, dass ihr mal ein bisschen schreibt, was ich denn mal machen könnte. Welche Projekte gut zu mir passen würden. Da möchte ich einfach demnächst mal ein bisschen, wenn das Info-Video kommt, wie gesagt, das dauert noch eine Weile, mal ein bisschen euer Feedback haben, was euch dann gefallen würde. Und das ging schneller als gedacht, deswegen können wir, ja, können wir das schon wieder vergessen mit den Infos. Weil jetzt müssen wir den Looms-Modus spielen, da brauchen wir die Looms, das müssen wir erst erwähnen, da muss ich mich konzentrieren. So, Looms. Ich speichere mal im Ladescreen, weil wir so fröhlich sind. Immer dieser, ey, der ist doof. Du bist doof. Stirb. Fail. Er hat's noch, das ist nicht gut. Hier geht's wahrscheinlich, welche links und welche rechts. Hat er mich jetzt getroffen oder what the fuck? Okay, der ist von Anfang an immer rechts, gut zu wissen. Okay, hier muss ich besonders aufpassen, weil hier fällt ich oft mit Looms. Okay, da war einer. Okay, wir gehen jetzt einmal hoch und danach gehen wir runter. Ah, da hinten war noch einer, oder? Ah, guck mal, gibt's da noch mehr? Okay, nein. Das holen wir wieder auf, ganz gut, das holen wir wieder auf, locker. Aha. Da habe ich früher auch immer so Verfolgungsjagden gehabt, so. Ich weiß nicht, wie viele da jetzt noch fehlen. Aber ich glaube, die müssen wir hier in der zweiten Runde fast alle kriegen können. Viele sind es ja nicht mehr, die da unten. Also die bei dem, bevor es in den komischen Tunnel reingeht. Und hier jetzt halt die rechts. Rechts. Da müssen wir das gerade mal tauschen. Damit wir auch gleich direkt hier hoch können. Ja, ich sehe, das war nur eins, dann haben wir hier noch eine vergessen. Und auf der Rutsche eins. Voll das gute Gedächtnis. Halt da drüben. Dann holen wir es in der letzten Runde. Dann müssen wir es aber wirklich und da kann ich nicht wieder sagen, ja, nächste Runde, weil dann gibt es keine mehr. So, hier unten sind bestimmt auch noch welche. Ich frage schon gegen die Wand gerannt, der überholt mich jetzt bestimmt gleich. Zwei noch, das heißt eine bei der Strecke und eine beim Rutschen. Okay, das kriegen wir locker hin. Wo ist denn das? Ach, da. Dann haben wir es ja schon. Wir haben einfach den und sind in der letzten Runde. Wissen wir, der letzte Loom ist, der Hunchman klebt uns zwar ein bisschen an den Fersen, aber den kriegen wir schon noch. Das ist dann kein Problem für mich. So, nehmen wir doch mal wieder links. Wer das verwirrt, den. Das müssen wir uns aber wirklich holen. Dadurch, dass ich wusste, wo es war, war es wirklich leicht. Hm. Gutes Gedächtnis, Patrick. Ich bin stolz auf mich selbst. Ja, ich weiß, Selbstlob ist eigentlich schlimm, aber hey. Muss auch mal sein. Dafür, wenn ich wollte eigentlich mein Handy laden. Und eigentlich hätte ich es tun sollen, weil ich direkt nach dem hier saugen muss. Nicht das, was ihr denkt, sondern einfach mit dem Staubsauger ein bisschen das Haus saugen. Meine Mutter ist im Urlaub und dann müssen dann wir ein bisschen mehr Hausarbeit machen. So, aber das war's auch schon mit dieser Runde. Halt dran, dass ich Looms. Passt doch. Jetzt haben wir den Target-Modus freigeschaltet. Dann machen wir noch den Target-Modus und ja, dann hoffe ich, dass wir dann danach neuen Charakter freischalten. Ach, das war das mit den Schmetterlingen, ne? Das weiß ich auch noch. War eigentlich auch ziemlich witzig. Bin mal gespannt, was denn da so passiert. Da müssen wir die Huren. Ach, da sind wir alleine, ne? Genau, und die geben uns auch Zeit, weil da geht es jetzt um Zeit. Ich glaube sogar, dass die fast auf den ähnlichen
Wir reichen sind, wie die Lungen auch sind. Wir gehen erstmal links. Fail. Okay, da gibt es anscheinend nur eins. Okay. Hier muss ich ein bisschen. Teilweise spamme ich auch einfach, weil ich weiß, da kommt einer, den treffen dann schon. Okay, dann haben wir den einen vergessen, den da hinten nicht vergessen. Den machen wir gleich mal am Anfang. Haben wir? Da finde ich auch. Okay, jetzt müssen wir nämlich, das ist jetzt so, das müssen wir auf jeden Fall nochmal einmal runter und nochmal einmal hoch. Das nächste Mal dürfen wir keinen vergessen. Ich verstehe auch nicht, während dann die Zeit auch so, ja genau, wenn ich jetzt irgendwie alle abschieße. Dann bleiben nämlich jetzt kaum noch welche. Ich habe so gesehen 42 für das komplette Spiel. Aber da ich ja sowieso 53 Sekunden für die erste Runde gebraucht habe, dürfte es eigentlich kein Problem werden. Aber ja, es ist ein ganz nettes Spiel. Kann ich nur empfehlen, wie gesagt, Link zur. Also jetzt nicht direkt Link dazu, weil damit mache ich mich strafbar so nebenbei. Zu den Seiten, wo es runterladen könnt, die findet ihr in der Beschreibung. Gut, jetzt gehen wir einmal hoch und einmal runter, würde ich sagen. Wir konzentrieren uns da voll auf die Lungs. Oder nicht Lungs, auf die Schmetterlinge sind das ja eher. 5 haben wir noch. Guck mal, ob wir jetzt die alle kriegen, die hier oben sind. Nee, den töten. Mich nervt, dass es dann irgendwie zuerst die Schalter fokust und dann erst die Schmetterlinge. Ist ein bisschen doof, Raymond. Ein bisschen doof, so von dir. Das müssen wir unten rum nicht vergessen. Da müssen noch 2 sein. Ansonsten sind wir entweder noch bei der Rutsche welche oder beim dem Renndings da gerade. Ich finde es irgendwie blöd, wenn du irgendwie keinen Springen hast, nichts springen musst, sondern einfach nur geradeaus läufst. Da komme ich mir immer so unglaublich langsam vor. Geht es euch bei Rennspielen oder auch so? Also ist nicht bei Autorennspielen, sondern gerade bei solchen Rennspielen. Nein, 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 Raymond. Sterb. Okay, haben wir alle. Dann haben wir jetzt nur noch 2 Minuten für das komplette Rennen. Oh mein Gott, das werden wir nicht mal schaffen. Aber das packen wir doch locker. Das machen wir easy peasy. Wir haben für die erste Runde 53 Sekunden und für die danach 48 gebraucht. Da steht das wohl. Weil gar nichts ist das ja dann. Und das ist sogar noch schneller, weil wir alle Boosts hatten. Wie viel war der letzte? Oh, ein bisschen mehr. 20 Millisekunden. Bedeuten. Haben wir immer noch kein Spiel frei, anderen freigespielt. Weil ich wollte eigentlich noch einen anderen Charakter zeigen, 5 Minuten. Na komm, dann nehmen wir einmal noch Globox. Versuchen hier noch einmal ein Level. Wir haben doch hier eins nicht, ne? Ne, 2 sogar. Welches nehmen wir jetzt? Nehmen wir jetzt den Nebulous Tower? Wir kriegen beide. Komm, wir machen erstmal Nebulous Tower und dann Travis Jump. Und gucken mal, was passiert. Da rennt die komische Fee und die ist voll langsam. Stimmt, bei denen kommt andere Musik. Globox-Time! Ich habe ja ganz vergessen, dass die eigene Animationen alles haben. Ich hätte viel öfter jemand anderes spielen sollen. Sorry dafür. Dann werde ich nachher wahrscheinlich auch nochmal die 2 anderen zeigen, wenn die Zeit reicht. Also fein reicht zumindest nicht noch. Und den Huntsman zeige ich irgendwie nicht, weil den habt ihr ja schon so oft gesehen. Wenn jetzt eigentlich nachher nochmal klingen im Bad. Ja, wie gesagt, Soundtrack von Raymond, legendär. Einfach nur Legends. Was bist du denn nicht vor mir? Was soll der? Du blöde Fotze. Ich liebe ja Blasmusik, Leute. Ich liebe sie. Jetzt sagt gleich wieder jeder, oh, hat Blasen gesagt. Heute nicht. Hör das Geräusch von dem immer das klassisches Globox-Geräusch. Werden wir auch hören, sobald ich mal wahrscheinlich irgendwann auch mal. Das sag ich jetzt nicht. Kannst du gerne ändern, ich komme trotzdem noch hoch. So, bin über dir, du Heide. Nein, nicht runterfallen.
Yay, und somit hat uns die Pflanze nicht erwischt, weil er sie... Oh, guck mal, wie nett er zu uns ist. Ich mag ja solche Menschen. Obwohl es kein Mensch ist, mag ich ihn trotzdem als Mensch. Er trifft auch immer die komische Dreieck-Dings, also das mit dem Abrollen. Auch wenn es bei Globox ein bisschen weniger wie Abrollen, sondern eher wie Abspacken aussieht. Das meine ich. Jetzt warte mal wieder, ey. Ich möchte mir aber dann was zeigen und du ignorierst mich. Da, das da. Ja, perfekt. Bleib doch mal stehen, mein kleiner Schatz. Verdammt, dein Fail, das passiert. Mach mal. Ich warte ja. Der war gut. Fuck, vergessen, dass die Pflanzen da sind. Ich hätte die abschießen sollen, ey, ganz ehrlich. Warte, wir kommen da hoch. Nämlich nicht. Was uns schon mal einen Vorteil gibt. Jetzt dürfen wir hier nur nicht schon wieder runterfallen und hier müssen wir auch oben bleiben. Er wechselt hier anscheinend nicht, finde ich gut. So. Was war das? Warum sind wir jetzt runtergegangen? Habt ihr das gesehen? Ich habe nichts gemacht und wir sind einfach runtergegangen. Finde ich doof, Spiel. Finde ich echt doof. Jetzt müssen wir uns halt einfach beeilen und hoffen, dass der uns nicht trifft. Nein, ich hab's doch gewusst. Wartet. Jetzt warten wir nämlich hier und schießen die Schätze ab. Was? Warum hast du nicht geaimbottet? Ich hab die doch getroffen, ganz ehrlich. Ich treffe die und die geht nicht weg. Das war gerade schon zum zweiten Mal. Ich habe die zum zweiten Mal getroffen und die ist nicht weggegangen. Das war nicht meine Schuld. Das Spiel ist doof. Tschüss, Retrofeinde, vorbei. Mach natürlich ein normales Ende. Ich hätte es gerne noch Klingenback gezockt, aber die Zeit lässt es nicht zu. Ich möchte nicht immer überziehen. Ich muss ja das auch rennen hoch und dann retrofeinischen Projekt. Das dauert halt eine Weile zum Rendern und Hochladen. Ist ja klar, ist ja eine Stunde. Selbst wenn es nur 27p sind, dauert es trotzdem eine Weile. Ich könnte eine Multiplayer zeigen, aber wir sind halt alleine. Das hatte ich euch jetzt auch noch gezeigt. Optionen kann ich euch ja noch zeigen. Hier Display-Einstellungen. Kann man ja machen. Schön, oder? Oder hier, Controller. Ich will Vibration haben. Das kann ich nicht mehr umstellen. Und dann gibt es noch den Sound. Sachen leiser und lauter machen. Ja, nur wie in jedem Spiel. Total spannend. Auf jeden Fall würde ich sagen, die Festgeaufnahme habe ich mal wieder abgekackt. Wie immer am Ende der 1-Stunden-Aufnahme, weil der Moomake kann leider nur eine Stunde Dings aufnehmen. Hier Facecam. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen vom Retrofight, André Retro und Rayman-Projekte findet ihr unten in der Beschreibung. Also die Playlist zu den Retro-Projekten und zu meinen zwei Rayman-Spielen und zu den anderen zwei Rayman-Retro-Projekten. Also Retro Fridays. Findet ihr unten in der Beschreibung. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch mal einen Daumen nach oben oder einen Kommentar da. Link zur ersten Folge und zur Beschreibung vom Retro Friday unten in der Beschreibung. Ich sag von meiner Seite aus ciao. Bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Wünsche noch einen wunderschönen Freitag. Und ja, was gibt es da noch zu sagen, außer... Tschüss? Ja, ich hab's verstanden. Tschüssi.